Das ist ja völlig awkward. Lord Zirexium, Yonda, Amedante. Vielen lieben Dank für den Support. Dann auch den Chris, der mit dabei ist. Danke auch da. Ich check gar, ich weiß auch noch nicht so ganz, wo es hingeht. Ich find's genial. Das ist ein gutes Video. Ja, ja, klar. Das ist also sehr, sehr geil. Die sind extra nach Korea gefahren. Production ist super. Aber ein bisschen konfus ist es trotzdem. Ja, das ist eine Menge Arbeit. Also, ja, mal gucken, wie das später wird. Bis jetzt muss ich sagen, Kevin Westphal, Chuck Cusell, ne, in seiner Rolle als Kevin Westphal, der geht da richtig auf. Okay, wir brauchen noch 3 Wins, brauchen wir noch, ne? Wo war dein Auftritt? Tatsächlich hätten wir in diesem LOL-Park dabei sein sollen. In dem LOL-Park hätten wir dabei sein sollen. Und da hätten wir als Hausmeister hätten wir da auftreten sollen. Bitte fang nicht mit dem Schockgüssel an. Aber so reden die jungen Gamer von heute. Oder nicht? Aber warum nicht? Naja, das war doch da, wo wir uns verfahren haben mit der Tram. Und die hatten einen strengen Zeitplan. Das war doch, also das Problem war doch damals, dass wir haben ja unser Schlafrhythmus in Korea, war ja, wir stehen um 7 auf und wir gehen um 10 in der Früh schlafen. Und der Dreh mit Henno wäre um, ich glaube, um 12 oder um 1 Uhr gewesen. Das heißt, Tolkien, Agurin ist schon weggepennt. Und Tolkien und ich haben versucht durchzuziehen. Und es haben aber, also praktisch die Fahrt bis zu diesem Dreh war, ich glaube, eine Stunde oder so Fahrt. Und dann haben wir probiert, da halt hinzukommen und haben uns auch noch verfahren. Und dann war der Zeit. Dann haben wir einfach aufgegeben. Aber wir hätten eh nur so eine Komparsenrolle, wo wir einmal durch den Hintergrund schrubben gehabt. Face GHG und Evolex, vielen lieben Dank. Hast du Privatkontakt zu Henno? Ich nicht, nee, aber Tolkien. Ein bisschen, glaube ich. Aber da müsst ihr ihn fragen. Also ich glaube, die kennen sich ein bisschen. Thunderstroke. Yeah, yeah, yeah. Echt schade. Naja, also am Ende des Tages, also das wäre halt. Das wäre cool gewesen, aber also. Das war ein ziemlicher Struggle. Und es hat halt unser Schlafrhythmus, leider hat es nicht ganz reingepasst. War sehr, sehr kurzfristig und dann. Leider einfach nicht gepasst, ne? Wir haben unsere Schlafrhythmus ja extra abgeändert, ja, damit wir praktisch mehr. Damit wir mehr für die. Hier. Für die deutschen Zeiten streamen können, logischerweise. Wait, what? Ist der an unserem Jungler vorbeigelaufen Richtung Bord? Really? Was ist der smart von ihm, ey? Azir ein guter Channel Competitive. Ich glaube, die aktuelle Competitive Meta ist tatsächlich Azir gegen Corki, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist die Meta gerade. Azir gegen Corki. Wait, wo bist du gerade? Zu Hause? Deutschland? München? Aber wo bist du eigentlich? Was ist das hier? Der Account ist ganz knapp vor Grandmaster, ja. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, erreichen wir das heute.
Tatsächlich. Ist nicht mehr weit. Wir brauchen 3 Wins, glaube ich, brauchen wir noch. 3 Wins brauchen wir noch. Ich wollte mir kennen, den einen da hat es nicht geschafft. Olaf ist unter uns. Okay. Das ist schnell noch Lust, Chapter fahren, würde ich sagen. Ich denke nicht so gut, meine Soldaten da in der Tür zu stellen, ne? Oh mein Gott. Das ist so big für uns trotzdem. Kann ich die Platte hier noch nehmen? Ja, ne? Und dann können wir danach besen und tippen. Das ist wahrscheinlich Game Winning gewesen. Hm. Ja, nice. Ich weiß aber, im Average damals pro Minute per Game ist Azir schlechter. Ja, Kork ist halt ein Counter für Azir, oder was meinst du? Also Kork ist ja ein Soft-Counter für Azir, weil er ihn später outranged, aber trotzdem gehen halt viele in dieses Matchup rein. Wobei Kork das halt im Late-Game meistens gewinnt. Einfach weil er das hat, was Azir am meisten hasst, und das sind, Hulk hasst er am meisten, also ja. Weil er halt relativ Short-Range ist. Ja, es ist aber hier nach unten gehen. Vielleicht können wir Bot diven. Ja, noch GP-Ult, ne? Ich muss nur gucken, wo der Weiger ist von der Position her, damit er mich nicht killen kann, wenn ich für das E auf den gehe. Weil es wäre nicht worth gewesen zu sterben, wollen wir wollen für den, logischerweise. Ist nicht. Scheiße, Mann. Ich hätte Long Dash machen müssen. Oh no! Ich hätte Long Dash machen müssen, das ist sehr bitterer Tod. Ah, das ist ein sehr, sehr bitterer Tod. Ich hätte Q auch abgehabt, ne? Ich hätte den Long Dash machen können. Hm. Ja, schnell Richtung Lane. Der Weiger ist jetzt sehr stark. Gut farmen können. Ja, die noch pushen. We're not gonna take it. We're not gonna take it. Wait, was machen eigentlich die Punks auf Sylt gerade? Geht's dir noch gut? Und wie ist die Punklage in Sylt? Yes. Eine Mittelwerte, sie wäre. Zählt das untergegangen?
Haben die nicht jetzt irgendwie gesagt, sie bauen Barrikaden auf, damit die Punks ihnen nicht mehr in die Straßen kacken können? Oder sowas? War das nicht irgendwie das große Problem, das es aktuell in Sylt gibt? Dass die Punks keine Toiletten haben? Warum stellen sie da nicht einfach irgendwelche Dixie-Klos hin? Das ist halt, warum bauen die Barrikaden, anstatt irgendwelche Dixie-Klos aufzubauen? Das ist halt nicht super kontraproduktiv. Junge, was? Ja, also irgendwie Sylt will Barrikaden bauen, weil die halt, also nicht auf die, also zu Toiletten gegangen sind, um aufs Klo zu gehen. Also natürlich, immer geht's da um Bieseln, gell, aber... Ich hab das nur auf Reddit gelesen, ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt. Ich hatte das nur auf Reddit, hab ich das gesehen. Was? Ah, ich hab versucht nach oben zu joken. No! Hold the gates! Push die Midwaver und hold the gates unten. We ain't gonna take it anymore. Das ist ein Rylai's Angle hier, ne? Okay, wobei Rylai's bringt mir ehrlich gesagt relativ wenig gegen. Wait, das reicht jetzt, ne? Ja. Ja. Jetzt kein Flash die Seraphine. Nice, gut gefeiert. Sehr gut gefeiert. Das war ein beautiful Shuffle. Maximale Range gekriegt da. Das fühlt sich so satisfying an, wenn du so diesen letzten Punkt... Oh, gerade im Gegnerteam. I surrender. Ich wollte es gerade kurz lauter drehen. I surrender. Es ist gerade sehr, sehr laut im Gegnerteam zu hören, das Lied. Das ist ja schnell. Der einzige von denen, der stark ist, ist der Olaf. Ich hab so weit komme ich nicht ganz, ne, mit dem Shovel. Surrender. We are made by our choices. Ich kann den, glaube ich, nicht killen, oder? Okay. Ich muss besonders einen Turret flashen nach dem Cage. Ein bisschen risky play und ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht worth it, aber es fühlt sich gut an. Destiny. Ich glaube, das worth is. Aber es fühlt sich clean an. Oh no. Killing spree. Shit.
Er hat mich über die Wand gespottet mit dem... Ich hätte einfach TP'en sollen hier in dem Busch. Weil der hat mich über die Wand gespottet mit dem, mit seinem Dings-Item. Wie ärgerlich, Zum Glück hat der Olaf den Kill geklaut mit Stridebreaker. Der wäre viel schlimmer auf anderen von denen. Wir können jetzt hier porten. Gut. Hallo! Können wir den Blue nehmen? Er played Azir GP? Yeah, no problem, sir. Thank you for acknowledging. Wir sind auf so einem krassen Lauf zurzeit. Wir sind nicht aufzuhalten. Das ist so wunderschön, Nee, der hat Noe gerade gepupst. Nein. Was ist das hier? Normalerweise ist immer der, der zuerst callt, dass jemand gefurzt hat, die Person, die gefurzt hat, ne? Möchte ich mal kurz in den Raum werfen. Ist es nicht immer so? Weil bei dir ist der Geruch ja zuerst. Zwei Turret am Start. Lass uns einmal kurz basen hier für alle Fälle. Ich bin ein bisschen low. Und dann gehen wir jetzt als nächstes Nashor's Tooth, damit wir halt die DPS für die Frontline haben. Und dann sind wir aufgestellt, würde ich sagen. Big, big boy. Wir können jetzt dann für den Banshees gehen, damit wir nicht gegen Veigar Seraphine irgendwie gecatcht werden können. Und dann ist es vorbei. Der Serra Ulsan hat so gut ins Lied gepasst. Er hat gut gepasst. Dass ich die in Time retten kann, ne? Oh, ich bin echt tot, ne? Der Olaf ist echt fucking strong, ne? Holy shit, ist der stark. Das ist crazy. Ich meine, zugegebenermaßen hätte ich einfach einen längeren Shuffle machen können oder meine Wall halt besser setzen. Das wäre okay gewesen. It's fine. We are doing just okay, guys. Au. Und da kommt der Olaf auch Toplane vorbei, Ja, denn so smurfen wie dieser Olaf, ne? Bin ja eigentlich Viego balanced. Ich persönlich finde Viego ein bisschen zu stark. Aber es gibt sehr viele Jungler, die ein bisschen zu stark sind, von daher. Oh, der war da. Damit habe ich nicht gerechnet. Ups. Ich dachte, das ist der Base. Wir haben fast unseren Nashor's Tooth ready. 300. Das wäre noch genau ein Veigar, den wir brauchen. Ja,
Ist das gerade Slayer? Die Playlist geht ja völlig nach vorne, ey. Fuck is that? Lass uns einmal kurz basen gehen. Dann holen wir uns unseren Data. Casual Slayer am Samstagmorgen. Ah, let's go. Warte, wir porten hier hin und der Ezio wird farmen hier oder töten wir ihn einfach? Er wird den Herald clearen wollen. Das ist ingenious. Okay, das war kompletter End. Ups. Okay, wir pushen einfach weiter. Oh mein Gott, ich hab komplett geendet. Shit. Und jetzt warten wir auch noch, I guess. What the fuck is happening? Holy shit, die Musik. Okay. Shurima's legacy will end. Das sollte Seele sein hier. Nicht, dass sie den noch fighten können. Okay, ich sollte jetzt einfach ein bisschen teamfighten und groupen und den guten Stuff machen, ne? Ich darf nach dem Game nicht vergessen, dass ich kurz meinen Werbepost machen muss auf Instagram. Da müsst ihr mich dran erinnern. Damit ich auch das wieder getan habe. Dann ist alles vorbereitet für das Event gleich. Wenn ich das auch noch geschafft habe. Echo, that goes, ich hab nicht rein, das ist keine Pflanze. So, wir sollten die nötige DPS haben hier, um jeden zu kennen. Das war die schlechteste Wall, die ich je gesehen habe. Ich habe meine Passive währenddessen aufgestellt. Ich bin gefailflashed, habe keinen getroffen und habe meine Passive währenddessen aufgestellt. Geil. Gut, was denn? Das war actually ein richtig gutes Game ansonsten, by the way. War richtig, richtig gut Game, wir haben bitte so geklappt. Das
Oh! Das ist ich. Dieser Winstreak gerade ist so insane, ne? Das ist so insane, dieser Winstreak. Okay. Was machen wir jetzt als nächstes? Wen auch noch von den Leuten, meine Damen und Herren? Erinnerung an das AMD. Ja, okay, genau. Der Werbespot. Ist das nicht einmal ganz kurz hier jemand noch? Jetzt ist natürlich die Frage, also ich muss ja, also ich sollte wahrscheinlich pünktlich starten, oder? Das heißt, ich habe jetzt noch 20 Minuten, das schaffe ich. Das ist so ärgerlich bei League of Legends, dass du deine Games so schlecht timen kannst, finde ich. Jetzt bin ich halt genau 20 Minuten davor fertig. Jetzt kann ich nicht wirklich was machen. Zeit Challenger Cards incoming. Da waren noch 3 Wins für Grandmaster auf dem. Göx, vielen lieben Dank dir für die 5. Einen wundervollen wünsche ich. Ein Aram geht? Ja, das stimmt, ein Aram geht. Möchte jemand mitmachen? Ich mache ein Aram auf für euch. Du kannst noch eins machen, gar kein Problem. Ah, never mind, wir machen noch Ranked. Ja, easy peasy, ja. Alles klar. Wir können ganz entspannt noch eins machen, so wie es aussieht. So, ich muss jetzt aber trotzdem meine Instagram-Story machen. Jetzt lass mich kurz in mein wunderschönes Briefing reinschauen, damit ich auch nichts falsch mache. Mach irgendeine Instagram-Story. Perfekt. Wait. Das einmal ganz kurz hier aufmachen. Briefing 2 aufmachen. Ja.